Klubobmann Dr. Walter Rosenkranz. Danke, Frau Präsidentin, Herr Bundesminister. Eine Kulturstrategie ist so wie jede Strategie wichtig, um politisches Handeln überhaupt eintakten zu können, um eben überhaupt etwas entwickeln zu können. Die Antragsteller haben eben auch gemeint, dass entsprechend auch andere, weil es gibt ja auch andere Institutionen, die Steuergelder ausgeben, die Länder und die Gemeinden, dass man hier das abstimmt, weil es taucht im Kulturbereich, Stichwort Transparenzdatenbank, ohnehin der Verdacht auf, dass die Fördermaßnahmen intransparent sind, dass es oft Doppelförderungen gibt und andere gar keine Förderungen bekommen. Und das muss in einer Diskussion der Fairness und der Gerechtigkeit wohl möglich sein. Daher dieser Antrag. Jetzt komme ich zu den Wortmeldungen und beginne vielleicht mit dem, was der Herr Abgeordnete Trotzter erwähnt hat. Der Entschließungsantrag, den er eingebracht hat, was habe ich da gehört? Die Hand ist ausgestreckt, man sollte im Einvernehmen vorgehen. Herr Kollege Trotzter, warum haben Sie eigentlich diesen Entschließungsantrag weder der Frau Kollegin Großbauer noch mir vorher gezeigt, dass wir den vielleicht auch mitgebracht hätten? Bitte? Aha, gut, dann müssen wir nachgehen. So, gut, Dankeschön, das war schon, dem gehen wir nach. So, ein weiterer Punkt. Die Situation, und ich freue mich, dass Sie auch hier mitstimmen, bei Vertagungen, die Sie erwähnt haben. Sie haben in Ihrer Wortmeldung zum Beispiel auch die Vertagung erwähnt, und zwar, das ist aus Ihren Reihen gekommen, die Jahreskarte für die Bundesmuseen. Ich habe gefragt und gesagt, was stellen Sie sich dabei an Kosten? Wie viel darf so eine Karte kosten? Es muss billig sein, es muss einen niederschwelligen Zugang, muss es erreichen, es muss für die Kinder, Jugendlichen, muss es kostenlos bleiben. Da ist von Ihnen nichts gekommen. Ich hätte halt ganz gerne gewusst, was soll das kosten, damit man es nämlich auch budgetär vorsehen kann. Daher wird vertagt. Wir sind schon sehr gespannt. Na, also, wie gesagt, also diese Kraut- und Rühm-Diskussion, und jetzt bin ich schon bei Ihnen, Herr Kollege Zinkel. Bin ich ja schon dort. Wenn Sie messbare Größen wissen wollen, was das ist, das kann ich Ihnen sagen. Mich interessiert in der Kulturpolitik schon, wo sich Zuseher, Zuhörer, Beobachter, wo sich die alle einfinden. Das ist eine Größe, wie zum Beispiel eine Auslastung eines Hauses ist, weil da kann ich sehen, interessiert das die Leute oder interessiert das Leute nicht. Wenn Sie sagen, Sie haben ein buntes Blumenfeld, haben Sie lieber als ein holländisches Gurkenfeld. Herr Kollege Zinkel kann Ihnen sagen, wenn ein bedeutender niederländischer Künstler ein Gurkenfeld gemalt hätte, vielleicht wäre das auch sogar etwas Schönes. Oder wenn ein holländisches Gurkenfeld bei einem tollen Spielfilm als Kulisse dient, wunderbar. Man kann auch holländische Gurkenfelder wunderbar kulturell verarbeiten und verwerten. Und wenn Sie dann auch noch zum Schluss sagen, es war nicht notwendig, dass Sie irgendwann jemals irgendeine Intervention gemacht hätten, um Künstler, Kulturschaffende zu fördern. Das glaube ich Ihnen aufs Wort. Weil Ihre Freunde wissen ja sowieso, was sie zu tun haben. Da war eine Intervention nicht notwendig. Nur eines ist interessant. Es gibt tatsächlich in Österreich Kulturschaffende, nur die kommen wahrscheinlich nicht zu Ihnen, sondern die kommen vielleicht eher zu uns Freiheitlichen oder woanders und sagen, ich kriege leider keine Förderung, obwohl ich trotzdem Künstler bin. Und da spanne ich jetzt schon den Bogen, weil auch manche Künstler angesprochen werden, die in der Öffentlichkeit das tun, was Künstler tun sollen und müssen im Rahmen der freiheitlichen Kunst. Sie müssen auch provozieren. Das sind ja auch immer Ihre Worte und wir unterstützen das. Und ich kann Ihnen eines sagen, es wird wahrscheinlich notwendig sein im Rahmen einer künftigen Kulturförderpolitik, dass es auch Künstler geben wird, die Sie provozieren, Herr Zinkel.